Sali Nils! Sali! Darf ich da schnell reinkommen? Liebe Marc, ich würde gerne wissen, welche Schweizer Fahrer im Weltcup jeweils das Zimmer teilen. Kannst du das für mich herausfinden? Viel Erfolg! Ja, das klingt doch spannend. Ich würde mich sogar selber noch wundern, wer jetzt heutzutage noch wer mit wem das Zimmer teilt. Ich denke, ich mache mich auch mal auf den Weg. So, wir befinden uns hier im St. James Hotel in Beaver Creek. Und wenn wir nicht schwer täuschen, müssten zwei Schweizer Rennfahrer hier in diesem Zimmer sein. Klopfen wir doch einmal. 425. Room Service. Brauchen nichts. Hä? Sali Nils. Sali. Hä? Darf ich da schnell reinkommen? Bist du allein da? Ja, ich sehe schon. Okay. Mit wem teilst du das Zimmer, Nils? Da jetzt allein. Ja. Allein jetzt? Also da haben wir jetzt wirklich mal gemütlich jedes Einzelzimmer. Stimmt, da haben wir eine feudale Situation. Schöne Wohnung auch, gell? Ja. Und da ist meins. Da haben wir die Zubringen noch da und da oben ist der Schild. Ah, die Riesenfahrer sind auch noch eingezogen jetzt? Die sind schon vor uns da. Wer entscheidet, was man im Fernsehen schaut? Meistens läuft irgendwie Basketball oder Football. Okay. Aber jetzt nicht grossartig. Was? Ja, wie jetzt nicht grossartig irgendwie da Fernsehen geschaut. Also. Okay. Und was tun wir sonst noch so da? Jassen immer viel. Eigentlich jeden Morgen haben wir jetzt gejassen. Gut. Und was für ein Jass? Dann sind wir mit recht viel, haben wir Molotow gespielt. Ja, du, dürfen wir noch schnell einen Blick ins Zimmer werfen? Sehr ungern. Sehr ungern, gut. Dann bleiben wir da in der Stube. Genau. Oder einen Blick in den Kühlschrank. Einfach das? Das? Okay, alles aus. Na, die einen möchte ich noch zum Morgen haben. Kocht damit eigentlich der Schild da? Zum Morgen einfach, ja. Kocht er für alle gerade? Nein, für ihn einfach. Jeder ist doch das, was er. Ah, was er gerne hat, okay. Ah, voilà. Das ist ja auch, sonst haben wir ja dann gemeinsam zum Morgen im Hotel, oder? Das ist doch auch etwas anders. Genau, aber auch dort bringt eigentlich jeder auch ein bisschen sein eigenes Zeug, das, was er gerne hat und das, was er verträgt. Und was verträgst du? Oder was isst du vor dem Rennen? Ich esse eigentlich immer Müsli mit Joghurt und Brot mit Gomfi. Oder Brot mit Aufstrich oder so etwas. Gut. Bin da relativ unkompliziert, was das aber. Voilà, das Zimmer bietet ja noch einen oberen Stock, das haben wir vorher gar nicht gesehen. Und oben ist noch einer auftaucht. Seht man die? Genau. Hallo. Ja, genau. Cedric Noger ist auch hier im Zimmer, im oberen Stock. Morgen der Riesenslalom, das erste Mal hier in Beaver Creek. Gell? Wie war das Hangfahren? Ja, ist ein extrem cooler Hang. Ich habe früher immer im Fernsehen geschaut und gedacht, das könnte noch was Cooles werden. Wenn man da mal fahren darf. Die Fläche ist etwas länger als im Fernsehen, aber es ist wirklich ein Top-Hang, Top-Piste. Gut, perfekt. Ja, dann wünschen wir viel Erfolg, Mann. Merci. Gell? Oh, da taucht noch mal einen auf. Sali, Schill, auch hier im Zimmer. Ja gut, dann gehen wir noch ins Zimmer weiter. Nachher wird noch gejasst wieder heute. Oder was? Vielleicht? Schon, oder? Jetzt kannst du noch einmal Schlusswort. Nicht? Ja, ich wünsche allen, die wir umfahren, hat viel Glück. Und ich hoffe, dass wir die Siegesserie fortsetzen können im Bibelkrieg. Immer zwei von drei, jetzt fehlt noch ein dritter. Vorgabe nach der Riesenmannschaft ist klar. Ja. Genau, ich glaube, die hat nur eine Hymne da, die sie spielen können. Das ist geil. Von dem das passt ist es schon voll okay, und sonst muss man dann da mit Leuten bestechen machen. Und dann kannst du spielen. Da tauchen immer mehr Leute auf, ist spannend. In dem Fall danke für die Einsichten. Ja. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Von dem her haben wir jetzt ein Zimmer gesehen. Ich denke, das war sehr spannend. Und ich denke, auch für den ersten Auftrag ist doch das gar nicht so schlecht gewesen. Um mal anfangen mit dem Ganzen auflösen. Und ja, hat Spass gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich freue mich schon wieder auf die nächsten Aufträge von euch. Bis bald. Was ist auch noch drauf? Hey, alles sind da! Alles weg!